Servus zusammen, recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22. Wir sind wieder auf der Kallebach unterwegs mit dem Case und werden mal wieder ein bisschen Wasser holen, weil ich habe jetzt schon bemerkt, also Wasser ist hier essentiell, denn Wasser geht hier ganz schön durch die Leitung, muss man fast sagen. Und das Schöne ist, dass es neben den zwei Wasserentnahmestellen hier direkt am Bach auch natürlich noch den Dorfbrunnen gibt und auch dort kommen wir, ich sage mal, sehr günstig an Wasser heran, nämlich kostet fast gar nichts. So, wir fahren gleich mal hier im Kreis herum, wieder mal hier an den Baumstämmen und hier am Bach entlang. Und in der Zwischenzeit sind wir auch schon wieder gesprungen und zwar in den September, August haben wir hinter uns gelassen. Da gab es nichts mehr groß zu tun, also sind wir jetzt hier in den September und beginnen mit der Aussaat. Vielleicht hat es der ein oder andere schon im Augenwinkel gesehen. Der Fendt ist unterwegs mit einer Quereland und wird erstmal Weizen ansehen. So, dann hier wieder rein nach Kallebach. Und zu unserem Schrebergarten. Und hier hat es noch den Dorfbrunnen rechts. Und da kann man ebenfalls Wasser entnehmen. So, wir bringen nochmal Wasser. Also mit dem hier kommt man relativ gut durch für diese Kleinarbeiten. Und werden jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen Wasser in den Schrebergarten bringen, weil das war dann schon aufgebraucht. So, Dele. Und da drüben hier sehen wir, ist unser Fendt unterwegs und sät schon mal aus. Wir müssen aber dann anschließend düngen. Ich habe hier vorne schon ein kleines Vorgewende gefahren. So, muss gewalzt werden. Ja, Walzen werden wir uns, glaube ich, schenken. Aber Unkraut, da müssen wir natürlich ein bisschen was tun. So, Stickstoff, das ist der Punkt. Denn diese Saatmaschine hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, braucht 130 PS. Habe ich deswegen genommen, weil halt hier der Behälter relativ groß ist. Da kriegt man also ordentlich Saatgut rein. Aber der Fendt kämpft und müht sich auch ein kleines bisschen. Aber es klappt soweit und wir müssen auf jeden Fall dann natürlich hier noch düngen. Das bleibt uns nicht erspart. So, Dele. Übrigens, das hier kann man auch kaufen. Das ist auch eine kleine Scheune mit Ballen- und Palettenlager. Kostet um die 17.000. Dann hätte man hier auch nochmal die Möglichkeit von Vogelsberger. Okay. Und dann hätte man hier auch die Möglichkeit, Material einzulagern. Zum Beispiel eben Düngemittel bzw. Saatgut. Ja, das ist der Case, den wir da hören. Und unsere ersten Erdbeeren haben wir hier. Sehr schön. Ja, wie gesagt, das wäre der eine Teil der Erkenntnis, nämlich, dass wir hier jede Menge Wasser brauchen, um diese Erdbeeren oder Tomaten oder Salat hier zu produzieren. Und für die Erdbeeren brauchen wir eigentlich am wenigsten Wasser, nämlich nur 12 Teile. Aber wie gesagt, das läuft hier ganz schön durch. So, und jetzt haben wir ein anderes Problem, nämlich der Mist. Da bin ich euch praktisch noch eine kleine Auflösung schuldig. Und wir werden mal hochspringen, während ich hier mal den Motor ausschalte. Denn das muss ja nicht sein, dass der hier im Dorf läuft. Okay, wir springen mal kurz hoch zu unseren Schafen. Und folgende Nachricht habe ich für euch. Es scheint nicht zu funktionieren. Also, Mist 0. Also die Tierchen sind jetzt am Arbeiten, 100%, haben auch schon Wolle produziert. Hier spawnt die Wolle und hier spawnt überhaupt gar nichts. Nichts. Ja, gar nichts. Weniger als nichts. So überhaupt nichts. So, auch hier haben wir schon mal Wolle, aber eben keinen Mist. Ich hatte dann auch so ein bisschen gedacht, vielleicht ist es hier oder vielleicht kommt es hier irgendwo. Ne? Keine Ahnung. Nein. Also wie gesagt, wir haben jetzt so ein kleines Problem, weil ich jetzt nicht weiß, wie wir an Mist kommen, obwohl er ja hier jetzt Mist anzeigt. Und ich springe mal wieder hier zu dem Case. Ich hatte dann irgendwie vielleicht die Hoffnung und den Verdacht, denn, ich zeige es euch mal, wenn man nämlich hier auf die Verkaufspunkte geht, Mist, dann steht hier ein Ankaufspreis, Agrarhandel und Gartengrundstück Mist. Gartengrundstück Mist. Augenblick mal, wo ist denn das Gartengrundstück Mist? Ja, das ist das hier, ne? Das ist doch das Gartengrundstück Mist. So, ja klar, logisch. So, und hier
können wir wohl angeblich... Nein, das ist natürlich Verkauf. Jetzt weiß es wieder natürlich verkehrt rum. Falsche Denke. Klar, Garten, Grundstück, Mist. Hier können wir praktisch Mist verkaufen. Ja, sehr schön. Hier können wir Mist verkaufen. Aber wo sollen wir den Mist herbekommen? Denn jetzt kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema. Denn ich habe noch mal ein kleines bisschen was ausgetestet. Denn wir sind ja auch hier auf der Map, um ein bisschen was auszutesten, um ein bisschen was zu erfahren, ein bisschen was zu erkennen. Ich habe mal den Schweinestall gekauft und jetzt ist es ja so beim Schweinestall, dass man hier auch eine Fläche hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Mist kommt, weil auch hier ist es so, dass wenn man den Schweinestall kauft, dann zeigt er genauso wie bei den Schafen Mist zwar an, aber es ist ja dasselbe Gebäude, ne? Also das ist dann auch das Gleiche, die Trigger und so weiter sind genau gleich wie beim Schafstall. Jetzt haben wir natürlich hier keinen Spawnpunkt, wobei er witzigerweise, glaube ich, einen angezeigt hat. Aber was soll hier schon spawnen? Also Mist, ich weiß es nicht. Ich bin da ein bisschen arg irritiert. Auf der anderen Seite wäre das natürlich eine Option, dass der Mist hier in unmittelbarer Nähe ist. Und eventuell, ne? Aber wie gesagt, ich bin jetzt ein kleines bisschen irritiert. Wir haben noch die Pferdchen. Bei den Kühen gibt es auch keinen Mist. Wobei, da habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, aber nee, da stand ja auch nichts, aber wir machen es trotzdem mal ganz kurz, wobei wir können Folgendes machen, wir schauen mal ganz kurz bei den Kühen, ja, da können wir dann im Prinzip auch noch ein bisschen Wasser hinbringen, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob Stroh weggegangen ist, oder? Doch, die Ballen müssten, glaube ich, 5500 gehabt haben. Also es wird Stroh verbraucht bei den Schafen, aber es gibt keinen Mist, wenn ich das richtig sehe. 5035. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen nochmal ein bisschen Wasser mit, bringen das den Kühen, dann ist er auf jeden Fall voll. Und dann schauen wir nochmal. So, jetzt werden wir hier leider den Verkehr aufhalten müssen. Dann ist es halt so. Chide. Und dann müssen wir das doch anders machen. So, jetzt lädt er auf. Aber wie man sieht, es kostet nichts. Das ist schon mal gut. Es kostet fast gar nichts. Dann fahren wir nochmal rüber zu den Kühen. Dann füllen wir dort das Wasser bei den Kühen auf. Können dann auch gleich hochfahren zu den Schafen hinten rum. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz, wie groß die Ballen sind. Aber ich bin der Meinung, die Ballen hatten 5500. Und das hieße, dass das Stroh zwar verbraucht wird, aber wir kriegen keinen Mist. Also das macht mir jetzt, das bereitet mir ein kleines bisschen Kopfzerbrechen, muss ich ehrlich sagen. Denn wir brauchen irgendwie den Mist und Mist kaufen. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Das sehe ich gerade. Hier liegt ja noch ein Heuballen rum. Den müssen wir bei Gelegenheit auch mal wegräumen. So, jetzt schauen wir nochmal. Rundballenstroh 5000. Nee, Rundballenstroh 5000. Okay, dann schauen wir nochmal hier rein. Stroh 5335, heißt das doch tatsächlich, dass das Stroh nicht verbraucht wird? Dann kann natürlich auch kein Mist entstehen. Jetzt ist es ja so bei den Kühen, Stroh 9487. Naja, aber allzu viel wird hier auch nicht verbraucht. Also es ist ein bisschen irritierend, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie wirkt es nicht, wie man so kennt. Aber Gülle haben wir, ne? Ja, Gülle haben wir, also auch zum Düngen. Da können wir zumindest mit Gülle düngen. So. Also wenn irgendjemand von euch weiß, wie wir hier an Mist herankommen, dann schreibt es mir doch bitte gerne in die Kommentare. Also ich bin da jetzt ein kleines bisschen irritiert, denn ich glaube nicht... Natürlich könnte man das als nächstes ausprobieren mit den Schweinchen, aber wenn das bei euch schon mal jemand ausprobiert hat, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, ob das so funktioniert oder ob das auch nicht funktioniert oder ob man doch irgendwo eine Mistplatte
Augenblick mal. Mir fällt gerade was ein. Aber ich habe auch reingeschaut nochmal in die Beschreibung vom Kalle, was die Map hier angeht. Was die Map hier angeht, und da stand nichts bezüglich dem Mist. Also irgendwie ein Hinweis oder ähnliches. Aber wir machen mal Folgendes. Ich gucke jetzt mal ins Baumenü, ob eventuell im Baumenü irgendein Spezialmod ist hier zu dieser Map, was mit Mist zu tun hätte. Ob es da eine Erweiterung oder irgendwas gibt? Nee. Ich sehe... Nee. Also ich sehe hier unten auch keinen Mod. Nein, das ist alles die Standardsachen. Weil witzigerweise... Misthaufen. Ja, klar. Oder gucke ich irgendwo falsch? Großes Fahrsilo? So. Lagerhaufen für Erdfrüchte. Nee, das sind alles Mods, die ich schon immer drin hatte. Vogelsberg, Vogelsberg. Ja, okay. Schuppen mit Getreidesilo. Das sind die hier eben installierten Mods. Um besser für den Landwirtschaftssimulator zu passen. Aha, okay. Schuppen für Kleinballen, okay. Schuppen für Kleinballen neu skaliert, okay. Ja gut, Palettenlager, Güllekauf. Vogelsberger, das wäre dann im Prinzip Vogelsberger Mod. Tja, ich kann nichts erkennen im Moment, noch nichts. Das ist halt die Frage, ob das hier irgendwas bringen würde, aber da steht nicht Vogelsberger. Das sind halt Mods, Misthaufen-Mods. Ja, aber wie gesagt, die passen ja auch hinten und vorne nicht so richtig hier rein. Natürlich könnte man jetzt probieren, dass man den dahin pflanzt, aber es ist ja so, dass da nicht steht, dass hier Mist entsteht. Ja, Vogelsberger. Da würde halt Vogelsberger stehen. Okay. Also, nee, auch bei den Containern nicht. Tja, wie gesagt, ich bin ein kleines bisschen überfragt, was das Thema Mist angeht. Und wenn ihr da eine Idee habt oder eine Lösung habt, weil der Schrebergarten und Mist einkaufen, um den Schrebergarten zu bedienen, darauf habe ich, weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. Denn wir haben eigentlich, wie gesagt, eigentlich völlig untypisch für die Schafe, dass die Mist produzieren. Das haben wir sonst eigentlich auch nicht. So, dann bringen wir das hier nochmal zum Schrebergarten. Und ich hatte halt, wie gesagt, so ein bisschen den Verdacht oder die Hoffnung, dass eben der Mist eventuell direkt im Schrebergarten landet. Ich habe mir da auch nicht notiert, wie viel Mist da schon drin war. So, der andere Kollege ist mittlerweile auch fertig. So, ich springe nochmal hierher. Aber das war eben der Punkt, 1367 im Liter Mist. Okay, wir schmeißen die Erdbeerproduktion wieder an, damit da ein bisschen was geht und wir was auch zu verkaufen haben. Und den hier, den stellen wir erstmal ein bisschen zur Seite. Okay, weil dann springen wir zu unserem Feld und werden das nächste Feld eben dann entsprechend ansäen. Hier hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, was wir hier drauf hatten.
Ja, da war gar nichts drauf. Stimmt, da war gar nichts drauf. Das Feld war vorbereitet. Soweit, aber da war noch nichts drauf. Dann werden wir jetzt hier erstmal umstellen auf... Augenblick, Gerste. Gerste, genau. Und dann fahren wir mal rüber zum anderen Feld. Das hatten wir ja soweit auch vorbereitet. Wir schauen aber nochmal ganz kurz ins Kertsche. Augenblick. Ganz kurz ins Kertsche, ob wir auch alles angesät haben. Ja, das sieht ganz gut aus. Da haben wir so einen kleinen Grünstreifen. Ich glaube, da haben wir irgendwie verpennt zu grubbern oder ähnliches. Auf jeden Fall. Naja, gut. Sei es drum. So, wir fahren mal hier rum. Dann fahren wir nicht durchs Dorf. Und ich muss weiter prüfen und üben und checken, wie das hier mit dem Mist funktioniert. Da bin ich echt mal gespannt. Oder ob man das jetzt einfach so hinnehmen muss, dass eben kein Mist hier ist auf dieser Map. Also ich meine, das Thema mit der Mistplatte ist ja meistens beim Multiplayer oder wenn man mehrere Höfe hat, dass man nur eben beim Stadthof, glaube ich, das ist so das Thema für die Modder, dass man nur beim Stadthof die Mistplatte platziert. Wir hatten das ja auch an der Galgenberg, dass man beim Schweinestall zum Beispiel die Mistplatte... dass man beim Schweinestall die Mistplatte nachträglich setzen musste. Da war aber auch entsprechende Fläche, wo man wusste, wie man die Platte setzt. Und das war dann auch kein Problem für die Standard-Mistplatte. Aber hier passt das einfach nicht so richtig hin. Und ich wüsste auch nicht, wo da Platz wäre jetzt beim Schafstall, um da noch eine Mistplatte hinzusetzen. Naja, also wie gesagt, es treibt mich um, es beschäftigt mich. Und ich bin da ein bisschen, am Zweifeln, was das Sache ist. Und weil eben auch keine Information in der Beschreibung ist, aber ich muss vielleicht auch mal irgendwo in die... ja, in die Community schauen, ob da irgendwo ein Hinweis ist, ob da jemand schon was gefunden hat. So, das Feld ist jetzt natürlich ein kleines bisschen schwerer. Ja, also da können wir leider nicht so mit dem Helfer arbeiten. Machen wir da auch erstmal ein Vorgewende. Mit der Quereland. Spreche ich das eigentlich richtig aus? Quereland? Querneland? E-Drill-Mix. So, komm, ab die Post. So, dann machen wir mal hier den Tempomat rein und dann geht's hier weiter. Und wie gesagt, ich werde weiterhin antesten und schauen, wie wir das mit dem Mist hinbekommen, wie das mit den Tieren funktioniert. Ja, probieren geht über Studieren. Ansonsten werde ich jetzt erstmal hier das Feld ansehen. Dann werden wir das Ganze düngen müssen. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen mit dem Schrebergarten und was sonst noch ansteht. Wir haben 340.000 ja noch übrig von den 1,5 Millionen, die man eben dann als Farmmanager ja bekommt. Und da ja hier glücklicherweise die Sachen nicht so teuer sind, haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Aber ich will eigentlich vermeiden, hier jetzt große Maschinen zu kaufen, wie zum Beispiel den Drescher. Da beabsichtige ich eigentlich fast immer zu mieten, denn es wird sich ja kaum lohnen. Außer natürlich, wir machen hier die eine oder den anderen Ernteauftrag. Es gäbe einen Ernteauftrag, ich glaube, für Karotten oder ähnliches. Aber ob ich darauf jetzt Lust habe, ich weiß nicht. Nee, also, Freunde, das soll es dann wieder für die heutige Folge gewesen sein, während ich mir noch ein bisschen hier Vorgewende fahre und anschließend dann den Helfer arbeiten lasse. Darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Und wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt für den Mist, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich sage an der Stelle wieder mal Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.